Ja, ich denke, er tut sehr gut. War ein wichtiges Spiel heute, gerade aus der Quarantänezeit mit dem Sieg wieder herauszukommen. Ich denke, es ist heute mit einer anständigen Leistung gelungen, aber das ist halt nur der erste Schritt und darauf müssen wir aufbauen. Ja, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, aber ich komme einfach einen Schritt zu spät und hau ihn um. Kann man eine rote Karte geben, ist eben jetzt bitter, aber ja, das ist mein Spiel. Jeden Zweikampf 100% führen und dann kommt auch manchmal sowas bei raus. Das ist jetzt ja, bitter für mich, aber wichtiger ist heute der Sieg und dass wir endlich wieder in die Spur zurückgefunden haben. Ich denke erstmal, dass wir ein Stück weit das System umgestellt haben und versucht haben, so wenig wie möglich Chancen zuzulassen, dass wir dann auch trotzdem unsere Chancen nach vorne bekommen. Das wussten wir halt. Wichtig war erstmal der Schlüssel, dass wir hinten sicher standen und ich denke, das haben wir auch gut hinbekommen. Ja, meine persönliche Leistung ist egal. Mich freut es einfach, dass wir heute den Bock endlich mal wieder umstoßen konnten und auch mal wieder den Fußball gezeigt haben, der uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat, nämlich aggressives Spiel nach vorne, den Gegner keine Luft zum Atmen geben und ja, dann selbst torgefährlich werden. Und das haben wir heute richtig gut gemacht und ich denke auch verdient gewonnen. Ja, ich denke, wir müssen mit derselben Leidenschaft verteidigen und müssen halt trotzdem versuchen, uns nicht zu tief fallen zu lassen, um halt auch Torschancen selbst zu kreieren. Und ich denke, wenn wir das gegen Hansa wieder auf den Platz bringen, dann haben wir auch da gute Chancen, um was mitzunehmen.